Willkommen bei EZ Parts, dem Online-Shop der Lüdemann und Zankel AG. Heute einmal ein Sicherungsdoppelstecker. Sieht so aus, um eine Kabelleitung aus dem Sicherungskasten abzuzweigen. Geht relativ einfach. Hier der Sicherungskasten von einem Dacia Duster. Wenn ich hier einmal eine Prüflappe nehme, die schließe ich hier auf Erdung an, dann können wir hier die Sicherung abprüfen. Und ich möchte ganz gerne, wenn der Deckel so rausgenommen hat, dreht man ihn so um. Also einmal nur um die Längsachse. Und dann hat man den Sicherungsschaltplan. Wenn wir jetzt hier von oben runter gehen, die letzte, die mit 15 Ampere, das ist die Sicherung, die ich gerne haben möchte. Da ist hier auf dem Sicherungsplan eingezeichnet Sitzheizung, komme ich gleich noch zu. Dafür nehmen wir diesen. Der ist normalerweise hier angebracht, hinter dem Schild. Ich tue ihn da mal kurz drauf, so sitzt er da drauf. Und so nimmt man ihn ab, drückt man drauf und zieht die Sicherung. Auf dieser Leitung haben wir ein Zündungsplus. Wie man sieht, sieht man nichts. Wenn ich jetzt die Zündung einschalte, kommt Strom. Dort haben wir also eine schöne Zündungsplusleitung, die mit 15 Ampere gesichert ist. Diese 15 Ampere nehme ich jetzt an der Sicherungsbrücke und stecke sie auf die erste Aufnahme. So. Die Leitung, die ich jetzt abgezweigt haben möchte, möchte ich ganz gerne mit einer 10 Ampere Sicherung sichern. Und tue die auch drauf. Dann wird das Ganze auf den Sicherungssteckplatz aufgebracht, was dann so aussieht. Und wir haben jetzt hier die Abzweigung. Wenn ich also die Prüflampe hier wieder drauf halte auf die Abzweigung und die Zündung einschalte, haben wir auch hier wieder das Zündungsplus. Wir haben mittlerweile diverse Zubehörartikel im Shop wie Lichtsensor, Tempomaten, die eben halt eine solche Zündungsplusleitung benötigen, um dieses Zubehör anzuschließen. Und aus diesem Grund haben wir diesen Artikel dann, mit dem man das hervorragend und ganz, ganz schnell bewerkstelligen kann, ins Programm aufgenommen. Geht natürlich auch für Tagverlicht, nur da muss man vom Motorraum meistens in den Innenraum wieder reingehen. Hier ist es dann einfacher, eine Zündungsleitung, Zündungsplus aus dem Motorraum abzunehmen. So, da haben wir den Ursprungszustand wieder hergestellt. Das machen wir wieder zu. Stichwort Sitzheizung. Viele rüsten ja mittlerweile die Sitzheizung nach. Und aus diesem Grund habe ich hier einmal beim Sitz in Dacia Duster unten einen Stecker aufgetrennt. Da führen zwei Leitungen von weg. Das ist die Sitzbelegungserkennung. Und an dem Stecker sind aber deutlich mehr Kabel dran. Diesbezüglich schließe ich jetzt nochmal meine Prüflampe wieder auf Erdung an und lege einmal hier auf das gelbe Kabel die Prüflampe an und schalte mal die Zündung ein. Und siehe da, wir haben unter dem Sitz auch ein Zündungsplus, was ja besagte Sicherung im Sicherungskasten war, die hier mit 15 Ampere war. Also insofern für alle, die mal eine Sicherung, eine Sitzheizung nachrüsten im Dacia Duster, das Zündungsplus liegt unterm Sitz schon an. Es ist nur noch nicht abgezweigt, wenn das Ganze
noch nicht verbaut ist. Okay, ich hoffe, ich konnte mit diesem kleinen Tipp mal wieder ein bisschen Unterstützung leisten. Ist nicht immer ganz einfach, wenn man das alleine macht mit der Kamera hin und her und Zündung einschalten, dies und jenes. Wie gezeigt, diese Sicherungsbrücke, ein ganz hervorragendes Produkt und kostet nicht die Welt. Natürlich bei uns im Shop. Ich wollte auch nochmal einen ganz herzlichen Gruß an die Duster Community loswerden, wo viele, viele Ideen natürlich auch herstammen, die ich teilweise mit aufgreife. Und natürlich auch ein bisschen Eigeninitiative von mir noch dazu kommt bezüglich dieses Artikels. Ich hoffe, ich konnte weiterhelfen. Bis denn dann.